die Kunstsammlung von Olaf Böhme oder die Kunst, die wir hier haben, besteht letztlich aus zwei Teilen, aus den Dingen, die er gesammelt hat und aus den von ihm selbst geschaffenen Arbeiten. In vielen Arbeiten sieht man ganz deutlich, dass er gemalt hat, gezeichnet hat, um Dinge, die ihm durch den Kopf gingen, zu verarbeiten, die er aber nicht in Worte fassen kann. Eigentlich war er ein Mensch der Sprache und ganz offensichtlich hat das nicht immer genügt, um die Vielfalt seiner Gedanken auszudrücken, deswegen hat er gemalt. Und das macht uns umso mehr Freude, dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen. Man muss sich das so vorstellen, wenn Olaf Böhme seine Vorstellung gegeben hat in den verschiedensten Lokalitäten, dann hat er ja seine Ausstattung sozusagen mitgebracht. Diese Figur von Małgorzata Chodorkowska, der polnisch-sächsisch-Dresdner Künstlerin, eine Bronze, ist aus der Sammlung Olaf Böhme, nahezu lebensgroß, links unten signiert und eine, wie ich finde, ganz ausdrucksstarke und wundervolle Bronze. Das Harmonium aus dem Besitz von Olaf Böhme, ein Instrument, auf dem er gern improvisiert hat in den späten Abendstunden, wenn er zu viele Gedanken im Kopf hatte, die er nicht zu Papier bringen konnte, hat er an dem Instrument gespielt und ist sicherlich dabei runtergekommen und hat seine Gedanken ordnen können. Aber ist eben auch aus seinem Nachlass und ich finde es einfach liebenswert, dass er sowas bei sich gehabt hat und sich sicherlich daran erfreut hat. Jetzt sehen wir die Staffelei und den Malbock, auf dem Olaf Böhme gesessen hat. Der Ständer daneben ist der Ständer für seine Malutensilien gewesen. In diesem Arbeitsplatz hat Olaf Böhme die Dinge gezeichnet, die Dinge auf Papier gebracht, die er nicht in Worte fassen konnte. Gemälde von Anton Paul Kammerer, dem Dresdner Künstler, der in Burgstädtel wohnt, betitelt mit Engel 1, Engel 2, Engel 3. Olaf Böhme hat die drei Bilder im Zusammenhang gesehen. Wir bieten sie einzeln ans Sofa von Olaf Böhme, ein Biedermeier-Sofa, hergestellt um 1810. Kirschbaum, die Polsterung ist natürlich erneuert worden. Das ganze Sofa ist perfekt restauriert. Ein Sofa, was Olaf Böhme sehr geliebt hat.